Spitzenposition bedeutet Spitzenrisiko. Und eine solche Stellung gibt man nicht auf. Günter Guillaume ist ja bereits 1956 von der HVA zusammen mit seiner Frau Christel in die Bundesrepublik geschickt worden. Sie lassen sich dann in Frankfurt nieder und Guillaume tritt dann 1957 in die hessische SPD ein und macht in der Frankfurter SPD Karriere. Er wird 1964 Geschäftsführer der Frankfurter SPD und managt 1969 den Wahlkampf des damaligen Bundesverkehrsministers Georg Leber, der sehr von ihm überzeugt war. Und Georg Leber empfiehlt dann Guillaume Willy Brandt fürs Kanzleramt. Und dieser wechselt dann 1970 ins Kanzleramt, erstmal als Referent für Gewerkschaftsfragen und dann ab 1972 wird er Referent für Parteifragen. Also er hat da allerdings keinen Posten, der irgendwie herausragend war und wo er im Normalfall Zugang zu geheimen Akten hatte. Und die Informationen, die Guillaume an die DDR lieferte, waren jetzt nicht von herausragendem Wert. Die wurden immer so im Mittelfeld von der Stasi bewertet. Was aber entscheidend war, man hatte sozusagen einen Seismographen im Kanzleramt, jemand, der über die Stimmung berichten konnte, der auch manchmal Gespräche hörte, die er vielleicht gar nicht hören sollte und darüber berichten konnte. Insofern war der Wert von Guillaume für die Stasi nicht ganz unerheblich. Und 1973 wollte Willy Brandt Günter Guillaume versetzen lassen, weil er mit ihm nicht mehr zufrieden war. Und zu diesem Zeitpunkt hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz bereits erste Verdächtigungen gegen Guillaume und informierte den Kanzler darüber, sagte aber, dass er an der Stelle bleiben solle, wo er ist. Warum Willy Brandt sich darauf eingelassen hat, weiß man nicht und kann man nicht mehr rekonstruieren. Klar ist, dass der Bundeskanzler hier zu einer Art Lockvogel gemacht wurde. Günter Guillaume wird dann am 24. April 1974 verhaftet und am 6. Mai 1974 tritt Willy Brandt zurück. Das war nicht der einzige Grund des Rücktritts, da haben wesentlich andere Faktoren noch eine Rolle gespielt, aber es hat auf jeden Fall dazu beigetragen. Die DDR-Regierung hatte ein großes Interesse, dass Willy Brandt an der Macht bleibt, vor allen Dingen solange die Verträge mit der DDR noch nicht abgeschlossen waren, deswegen eben auch der Kauf der zwei Stimmen beim Misstrauensvotum, um eben zu verhindern, dass Willy Brandt abgelöst wird. Nach relativ kurzer Zeit wird aber klar, dass Helmut Schmidt die Deutschland- und Ostpolitik Willy Brandts fortführt. Und dann ist man auch im Ministerium für Staatssicherheit und natürlich auch in der SED erstmal beruhigt. Und das Ganze ebbt so langsam ab. Guillaume sitzt viele Jahre im Gefängnis und wird dann Anfang der 80er Jahre ausgetauscht und geht in die DDR zurück und wird dort als Held gefeiert, als Kundschafter des Friedens. Es werden Filme gemacht, er kriegt Auszeichnungen und verbringt dann die letzten Jahre in der DDR. Wir nennen sie Kundschafter des Friedens, die sind weder mir noch denen bekannt. Genossen, ihr werdet nicht oft besungen, nun ja, das wäre taktisch nicht klug. Drum sei auch dies nicht recht schnell verklungen, wir wissen schon, was.